Liebe Zuhörer und Interessierte, jetzt habe ich hier bei Wundervibe, was ist das, so eine Zeitschrift, aber ist ja egal. Der Artikel ist ja hochinteressant, weil das Thema dieses neue Energiegesetz und Austausch der Öl- und Gasheizung, das wird uns noch die nächsten 2, 3, 4 Jahre mit Sicherheit begleiten, weil das ja jeden eigentlich betrifft. Und erstmal muss ja diese Woche erstmal bestimmt werden, wie hoch die Förderung vom Staat sein wird. Das ist ja noch völlig offen. Keiner nennt Geldbeträge. Und ich wette mit euch, dass Herrn Christian Lindner da wieder Einsparungen machen muss, wie es beim Kinderschutzgesetz oder hier Hilfe, wie heißt das, Sicherungs, ja, gegen diese Kinderarmut, da wollte die Familienministerin 12 Milliarden Euro haben und Lindner hat wohl nur 8. Also er möchte auch sparen müssen, weil der deutsche Staat ist ja auch schon hochverschuldet. Zurzeit 2,5 Billionen Euro. Das ist die höchste Schuldensumme, die wir je in Deutschland hatten. Und da frage ich mich echt, wie diese neuen Förderungen und was da alles noch kommt. Jetzt ist der Habeck da in der Ukraine, möchte da auch wieder Geld, Munition hinschicken. Auf wessen Kosten? Wieder mit neuen Schulden, weil nochmal das Sondervermögen, was die Bundeswehr angeblich bekommen sollte, diese 100 Milliarden, das sind ja neue Schulden. Das sollte man da ganz klar sagen. Das sagt man alles nicht, alles diese Wortspielerei, damit man nicht hier aufschreckt. Auch schon wieder neue Schulden. Sagen wir einfach aus Schulden, macht man dann das Wort Vermögen. Aber das brodelt hier überall und das wird uns auf jeden Fall hier noch weiter beschäftigen. Und das ist alles hier Schönrederei. Und wir gehen mal den Artikel so ein bisschen durch und dann habe ich dann noch so einen Artikel. Mal schauen, wie lang das Video wird. Dass ich da nicht zu lange wieder rede, weil da kommt man ja nachher von einem Thema ins andere Thema, weil ja eins ins andere greift. Alles hängt mit allem zusammen. Und der Stromnutzer oder Warmwasser, Heizung, das zahlen wir ja alles. Und nochmal, diese Wärmepumpe, das ist ja eine Elektroheizung. Das ist ein umgekehrter Kühlschrank. Der nimmt die Luft von außen, wärmt die hoch und dann gibt die Wärme ab. Und dann ist die Frage, geht das in Heizkörpern oder was muss da am Gebäude, in den Häusern, in Mehrparteienhäusern, was muss da umgebaut werden, was muss da isoliert werden, damit die überhaupt funktioniert. Und ich habe gestern gelesen, dass wenn es draußen 0 Grad ist, also kalte Luft, also bis 10 Grad oder Minusgrade, wo die gerade richtig arbeiten, wie viel Strom verbraucht die? Funktioniert die überhaupt? Kann die denn überhaupt hier 40, 50 Grad erreichen? Oder kommt die dann nur auf 20 Grad? Wo ist da die Heizgrenze? Weil ich bin jetzt hier kein Gas-Wasser-Installateur, aber da genau hinschauen und nicht alles glauben, was der Hersteller da sagt, weil wir haben ja überhaupt noch keine Erfahrungswerte. Jetzt im letzten Winter hatten ja kaum welche Wärmepumpen. Und wir hatten ja einen milden Winter. Und das sind ja Elektroheizungen. Und wenn die über die Außenluft anzieht, ja, wir werden sehen. Also, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Und jetzt Mitte April werden die Atomkraftwerke abgeschaltet. Dann ist ja auch nochmal die Frage, wo kommt dann der Strom her? Weil die anderen Länder brauchen ja auch ihren Strom. Und dann machen wir uns da nichts vor. Der Strompreis und Gaspreis wird auf jeden Fall hoch bleiben und sich eventuell noch erhöhen. Warten wir mal ab. Wir müssen schauen, weil wenn kein Wind geht, heute scheint jetzt mal die Sonne, aber kaum Wind, haben wir jetzt die Solaranlagen. Also überall müssen Solaranlagen draufgebaut werden. Und das Problem ist, wir müssen ja auch den ganzen Strom speichern. Wir haben ja gar nicht genug Speicherbatterien und die sind ja auch sehr, sehr teuer. Und das muss ja von Gemeinde oder von Stadt zu Stadt dann irgendwie aufgebaut werden. Wir werden, also ich,
habe die große Befürchtung, dass man irgendwann oder sagen wir in den nächsten Winter mit Brownout oder ortsweise Blackouts zu tun haben. Da, weil so schnell wird das nicht umgestellt werden. Aber wir werden jetzt mal hier durchlesen und wie teuer wird das für den Einzelnen? Aber da habe ich auch schon ein Video gemacht letztens, wo eventuell ältere Leute, die Rentner, die jetzt das Haus abbezahlt haben und sind jetzt gerade in Rente und die Heizung, die 30 Jahre alt ist und die ist kaputt, dann kann der, glaube ich, gar keine neue Gasheizung mehr einbauen oder Ölheizung. Und für Ölheizung, wenn da die technischen Gegebenheiten draußen, wenn draußen keine Gasleitung liegt, die sollen ja eh weg, dann kann der also nur umsteigen auf eine Wärmepumpe oder auf eine Pelletheizung. Ja, weil die Pellets müssen ja auch gelagert werden, da braucht man so einen Lagerraum und das ginge dann nur von der Ölheizung auf eine Pelletheizung. Oder halt Wärmepumpe, ja klar, oder halt Solar und was man sonst noch. Wasserstoff. Das ist ja noch gar nicht machbar. Das muss ja auch irgendwo an die einzelnen Häuser hingebracht werden. Das ist alles irgendwo Zukunftsmusik, was überhaupt nicht funktioniert. Wie damals Angela Merkel, ja, wir steigen aus der Atomkraft aus und haben überhaupt keinen adäquaten Ersatz. Und wir werden sehen. Deswegen ist der Strompreis ja auch so hoch. Seit Jahren der höchste Strompreis weltweit und der höchste Gaspreis weltweit. Und dadurch gehen die Firmen pleite, insolvent oder ziehen weg. Und wenn die Firmen weggehen, gehen die Arbeitsplätze weg. Das wie so eine Kettenreaktion. Und wenn man meint jetzt hier, er möchte jetzt hier die Leute, die Bürgergeld kommen oder die Wohngeld bekommen, weil das betrifft ja auch die Mieter, die Wohnungen mieten in großen Wohnungen, weil der Eigentümer wird ja das umlegen. Und dann sagt er hier, will ich auch schlecht zeigen, dass die unteren Schichten keine Angst haben müssen. Nur, wer zahlt das denn alles ein? Das sind doch die abhängig Beschäftigten, die jeden Tag zur Arbeit fahren und dann richtig geschröpft werden und dann noch mehr mit Abgaben und Steuern und wenn man noch einkaufen geht. Also das heißt, die Leute zahlen die Lohnsteuer und die Sozialabgaben. Und sobald die tanken fahren oder Lebensmittel kaufen, dann zahlen die ja noch mal Steuern. Herr Theis, da muss man ja auch noch mal gehen. Wir müssen mal berechnen, was alles überall Steuern drauf sind. Und das Tendenz steigen. Und wenn Strom und Gas höher sind, da verdient der Staat ja auch mit dran. Und damit wird dann alles jetzt hier finanziert. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht, aber schreibt mal in die Kommentare rein oder hier morgen Abend wollte ich mal so einen Live-Chat machen. Da könnt ihr ja mal dazu was sagen. Aber ich glaube, ich komme nur noch hier mit dem Thema, weil unfassbar. So. So, will knallhart durchgreifen. Wirtschaftsminister Robert Habeck will mit dem neuen Heizplan knallhart durchgreifen. Lies alles darüber. Was der neue Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck, 53 Jahre alt, Kinderbuchautor vorher, der Grüne vorsieht und welche Konsequenzen daraus für zahlreiche Haushalte in ganz Deutschland folgen, erfährst du hier. Robert Habeck sieht das sieht der neue Gesetzentwurf vor. Der Wirtschaftsminister Habeck, neuen Wirtschaftsentwurf, der Bild vorliegt, heißt es betreffend dem Heizplan des grünen Politikers genau, die Einführung einer Pflicht zur Nutzung von mindestens 65% erneuerbaren Energien. Haben wir denn überhaupt schon so viel? Das ist ja die große Frage. Oder haben wir erst 35? Oder 20? Wie kommt ihr auf 65? Ja? Bei möglichst jedem Einbau einer neuen Heizung in neuen oder bestehenden Gebäuden, also auch Altgebäuden. Ja? Das heißt, wenn die Heizung nach 30 Jahren kaputt ist, dann muss die ausgewechselt werden in ein neues Heizsystem, was mindestens 65% erneuerbare Energien kann. Und kontrollieren wird das der Schornsteinfeger. Und wenn er den nicht reinlässt, dann kann er mit der Polizei kommen. Der wird das kontrollieren. Der muss halt ja auch irgendwie so, ach TÜV macht er ja, ne? Ja, wir können mal hier reingehen in das Video. Wird der von der Ampelregierung beschlossene Einbau klimafreundlicher Heizungen für Millionen von Bürgern und Bürgerinnen zur finanziellen Belastung? Ein Vorwurf, dem die Koalition sich im Zusammenhang mit dem umstrittenen Gebäudeenergiegesetz vermehrt stellen muss.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck versicherte nun gegenüber der ARD, Menschen, die in Sozialtransfers sind, also Hartz IV beziehen, Wohngeldempfänger sind, die sind prinzipiell ausgenommen von der Wirkung des Gesetzes. Zudem gäbe es auch in selbstgenutztem Wohneigentum keine Verpflichtung für einen vorzeitigen Austausch. Also niemand muss eine funktionierende Gas- und Ölheizung ausbauen. Und das kombiniert mit der sozialen Staffelung führt dann dazu, dass niemand überfordert wird. Zudem gab die Koalition kürzlich weitere Kompromisse bezüglich des beschlossenen Verbots des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen bekannt. Demnach bleibe es im Kern dabei, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Es soll jedoch Ausnahmen, Übergangsfristen und umfassende Förderungen geben. Die Förderungsmöglichkeiten sollen laut Habeck vor allem dazu dienen, dass diejenigen, die wirklich wenig Geld haben und jetzt nach dem neuen Gesetz angehalten sind, etwa beim Austausch auf eine Wärmepumpe umzusteigen, angemessen gefördert werden, dass sie damit nicht überfordert werden. Ja, also da nochmal zu den Hartz-IV-Beziehern, die haben ja meistens eh kein Eigentum, die sind ja sowieso nicht betroffen. Man wird denen vielleicht aufdiktieren, in kleinere Wohnungen zu ziehen, oder die bekommen halt nur eine Beschränkung 18 Grad oder beschränkter Energie- und Heizverbrauch. Weil kann ja auch nicht sein, dass sie hier unendlich heizen, nach dem Motto, der Staat wird schon bezahlen, ich kann hier jeden Abend auf 30, 40 Grad heizen. Das muss ja auch irgendwie kontrolliert werden und überwacht werden. Da denke ich mal, hoffe ich ja, dass das Jobcenter oder Arbeitsamt das auch kontrolliert. Ja, weil, ja gut, soviel ich weiß, zahlt der Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeld, der muss ja seinen Strom, zahlt er ja selber. Das übernimmt das Amt ja gar nicht. Amt übernimmt nur die Heizkosten. So viel ich das weiß. Aber schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da wisst, wie das da verrechnet wird. Aber der Schuss kann auch irgendwo eingeschränkt werden. Die nehmen ja daran gar nicht teil an diese. Die hätten ja eh kein Geld für eine neue Wärmepumpe oder eine Heizung, die 65% erneuerbare Energien kann. Also hier, im Klartext bedeutet das für Bürger und Bürgerinnen, dass neue eingebaute Heizanlagen ab Januar 2024 zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Ja, das sind denn Solar, dann ist das Windkraft, dann Biogas, Wasserkraft, Pellets, die fünf muss diese Heizung können. Versteht, ja, oder wer gehört da noch zu? Weiterhin heißt es in diesem Dokument, der Gesetzentwurf stellt sicher, dass spätestens im Jahr 2045 keine fossil betriebenen Heizungsanlagen mehr in Betrieb sind. Demnach sollen ab 2045 Gas- und Ölbetriebene Heizen gar nicht mehr möglich sein. So, was ich jetzt gehört habe, sind ja viele, die sich jetzt noch, das Gesetz gibt es ja noch gar nicht, die bauen sich jetzt eine neue Öl- oder Gasheizung ein. Die halten ja, sag ich mal, wie lange hält so eine Heizung? 30 Jahre? Dann sind wir ja über diesen Zeitraum, wären wir ja hinaus. Da wären wir ja bei 2053. Und bis 2045 müssen die dann nachher ihre Heizung dann, gibt es dann gar kein Heizöl mehr und kein Gas mehr für die Heizungen. Ne, es sollen keine Heizungsanlagen mehr in Betrieb. Ne? Weil viele investieren ja jetzt in neue Gasheizungen. Der Neubestand ist okay. Die können von mir aus mit Strom, wenn genügend Strom vorhanden ist, nicht, dass die nachher im Neubau dann irgendwo alle im Winter nachts alle die Heizung anmachen, alle heizen auf Strom, alle laden ihre Elektroautos auf und Elektrofahrräder und dann peng. Wo kommt der Strom denn? Wo kommt denn die Menge an Strom her? Ist für mich ein absolutes Rätsel. Da reichen die Windräder, die Windanlagen bei weitem nicht aus. Heute noch nicht mal. Wenn ein guter Wind geht, oder jetzt die Sonne mit Wind, hätten wir, sag ich mal, 50% unseres Stroms abgedeckt. Das heißt, die müssen ja auch noch ausgebaut werden, diese Windanlagen. Hätten wir jetzt überall im Wald oder wo riesengroße Windanlagen stehen. Und wenn kein Wind geht, geht das alles nur auf Solar, ist auch noch nicht so richtig ausgebaut,
Und dann wollen wir da Elektroautos und Wärmeheizungen, die bestimmt, was brauchen die? Brauchen da bestimmt 4, 5 kW. Also 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden. Bis die da richtig arbeitet, weil so ein Durchlauferhitzer für ein Badezimmer, der hat ja schon 2, 3 kW und Untertischgerät. Und ich weiß, ich hatte mal hier so eine Wohnung gehabt, wo ich Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer. Da war die Stromrechnung, die war aber richtig teuer. Das war schon 10 Jahre her und die Leute werden sich wundern, bei dem Strompreis dann noch heizen, Warmwasser und dann noch die Stromrechnung. Oh ja, gut, das Heizen, klar, kostet natürlich auch, aber dann werden die natürlich mit die Leute, die Ölheizung haben, danach, dann machen die den Ölpreis, den dreifachen Preis, dass die Leute sich dann überlegen, ich kann ja gar nicht mehr heizen, ist viel zu teuer. Das wird ja alles auf die Mieter umgeschlagen. Dann machen wir uns ja nichts vor. Also die Mieter sind genauso betroffen. Das betrifft eigentlich hier alle. Alle, die hier jetzt, ja, weil Wohnen muss bezahlbar bleiben, auch mit den Nebenkosten. Ja, demnach soll ab 2045 Gas und Öl betriebene Heizen gar nicht mehr möglich sein. Stattdessen sollen den Plänen der Bundesregierung nach ab nächsten Jahr jährlich 500.000 Wärmepumpen eingebaut werden. Haben wir denn überhaupt genug Material und genug Installateure, die das einbauen können? Großes Fragezeichen. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, dass ab dem Jahre 2024 jährlich insgesamt 500.000 Wärmepumpen eingebaut werden sollen. Also Bestandsgebäude und Neubau. Bestandsgebäude und in Neubau. Ne? Das passiert, wenn die alte Heizung kaputt geht. Wie die Bild berichtet, erhält Habecks Gesetzentwurf auch eine Regelung für kaputte Heizanlagen sowie eine Härtefallregelung. So könne fürs Erste eine neue Gasheizung eingebaut werden, sodass Haushalte nicht plötzlich komplett auf das Heizen verzichten müssen. So heißt es, es wird einmalig der Einbau zum Beispiel einer gegebenenfalls gebrauchten fossilbetriebenen Heizungsanlage ermöglicht, wenn innerhalb von 3 Jahren nach Auswahl der Heizung planmäßig auf eine die 65% erneuerbare Energievorgabe erfüllende Heizung umgestellt wird. Soweit ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar, aber noch nicht möglich ist, besteht innerhalb von 10 Jahren nach Auswahl einer Heizungsanlage die Möglichkeit, eine Heizung zu nutzen, die 65% erneuerbare Energievorgabe nicht erfüllt, wenn das verpflichtende Eigentümer sich verpflichtet, innerhalb von 10 Jahren nach Auswahl der Heizungsanlage an das Wärmenetz anzuschließen zu lassen. Ich muss mal die älteren Leute hier fragen, die Zuhörer. Wir hatten noch damals, so 1970, wo der Umstieg von der Kohle, also ich kann mich noch als Kind erinnern, da hatten wir Kohleheizungen. Da musste man immer die Kohle unten in den Kessel so schieben und da wurde das ja angeliefert, die Kohle, und man sah ja immer aus mit Kohlefingern. Gab es da irgendwie ein Gesetz, wo nachher diese Kohleheizungen auch ausgebaut werden mussten, für dann war ja hoch. Ob Gas und auch Ölheizung kam ja dann rein. Also der Umstieg von Kohleheizung zur Ölheizung. Ist natürlich das gleiche wie jetzt von der Öl-Gasheizung auf Wärmepumpen, erneuerbare Energien. Jetzt ist ja natürlich die Frage, war das damals wegen des Preises von der Wirtschaftlichkeit her günstiger oder wegen der Umwelt, weil ich denke mal, da haben wir ja richtig die Umwelt verpestet, wenn wir da hier mit Briketts und Steinkohle geheizt haben. Und jetzt, wenn die Atomkraftwerke jetzt ausfallen, verbrauchen wir ja überwiegend wieder Steinkohle zum Strom gewinnen und Gas. Was ganz verrückt ist, sage ich mal. Wir bekommen ja jetzt jede Menge LNG-Gas aus Amerika und das ist ja Fracking-Gas. Und dieser Vertrag, der ist ja, glaube ich, ziemlich lange abgeschlossen worden. Das heißt, wir machen in Deutschland kein Fracking, beziehen das aber aus Amerika und lassen das teuer anliefern
vor der Nordsee, vor der Ostsee, also eigentlich in Naturschutzgebieten. Da wird auch ein bisschen die Umwelt verschmutzt durch das Reinigen dieser Kühlschiffe. Das Gas muss runtergekühlt werden, dann wieder, damit das überhaupt transportierbar ist. Also wird auch Energie da eingesetzt. Und das Ganze über den Atlantik bringen, das ist doch auch total CO2-feindlich. Das ist doch alles für mich ein Widerspruch. Und wenn wir jetzt alle hier umsteigen und die andere Welt geht nicht mit, wie Polen oder China oder andere Länder, Belgien, Rumänien, die betreiben alle weiter ihre Atomkraftwerke. Und Deutschland ist das einzige Land weltweit, vielleicht nur mit den ärmeren Ländern, die keine Atomkraft mehr haben. Nicht, dass der Schuss hier richtig nach hinten losgeht, was ich ganz stark befürchte. Und ja, aber schreibt mal in den Kommentaren rein, wie ihr das alles seht. Seid ihr betroffen? Habt ihr eine neue Gas- und Ölheizung schon eingebaut? Gerade die ja mit Wohnungs, wenn ihr jetzt eine Eigentumswohnung habt, dann muss ja diese Wohngemeinschaft ja auch überlegen, wie alt das Haus ist, wie alt ist die Ölheizung, die Gasheizung. Da stehen ja riesengroße Investitionskosten an. Und da ist ja die Frage, da muss ja schon der Staat mindestens mit 80%, ja mindestens die Hälfte dabei tun. Mit Handwerkskosten ist das technisch überhaupt möglich. Eine Wärmepumpe, die noch locker 10.000, 20.000 Euro kosten, allein das Gerät, plus Einbau, plus Isolieren. Da sind und da die Hausbesitzer, die das nicht so isoliert haben, die sagen, nee, lass mir da, ich will da nichts mehr zu tun haben. Ach, die, ne, das ist, überleg mal, das ist eine grüne Partei, die das hier vordiktiert. Ich glaube nicht, wenn es nur die FDP und SPD regieren würde, würde das nicht so vorangetrieben. Das hat man ja gesehen bei den Kommentaren und Interviews, wie der Habeck gesagt hat, ja, wir müssen das schlichten. Ich bin ja hier wir sind ja hier die Einzigen, die jetzt hier für Klimawandel, weil ja die CDU das ja 20 Jahre verschlafen hat. Ja, und Atomkraft ist CO2-neutral, wenn wir jetzt alles im Klima unterordnen. Und das schalten wir jetzt ab. Und andere in China bauen die 8 neue Kohlekraftwerke oder noch mehr, glaube ich. Also glaube an die 100, glaube ich. Und Atomkraftwerke. Also denen interessiert das gar nicht mit Klima und die ärmeren Länder sowieso nicht. Die Indien, die heizen alle mit Steinkohle und Holzkohle. Hat überhaupt keine Auswirkung, dass wir alle auf Wärmepumpe und Lastenfahrräder und Elektroautos weltweit. Hat das absolut keine Auswirkung und keiner wird dem folgen, was wir hier machen. Die Technik ist in manchen Ländern ja nicht umsetzbar, ansetzbar und wir werden mit Sicherheit nicht hier den anderen das aufdiktieren. Die haben ihre eigene Technik und Amerika gibt vielleicht auch einen anderen Weg. Jetzt wird da noch ein neues Ölfeld angeschlossen, da in Alaska. Ein riesengroßes Ölfeld und die werden auch weiter ihre Sachen auf Öl betreiben. Das ist für Amerika ein zusätzliches. Das müsste jetzt hier zusätzlich zu Atom, Wind, Solar, zusätzlich zu Atomkraft, Steinkohle und Braunkohle kann ja nach und nach abgebaut werden. Natürlich auch Gas. Vielleicht selber Fracking-Gas hier nutzen in Deutschland. Wir haben hier in Niedersachsen große Fracking-Gasfelder. Aber wenn wir nicht wollen, weil bezahlen, zahlen das die abhängig Beschäftigten und wir jeden Tag mit dem Strompreis, beim Tanken jede Menge CO2-Steuer drauf, bei den teuren Lebensmitteln, da zahlen wir alles mit, das wird alles auf diese Preise, dann wird diese Kosten auf die Preise umgelegt. Ja, okay, schreibt mal rein und, wichtig nochmal, was ich ja immer mache, sind ja mal Kommentare, die hier reinkommen. Ja, der erste Kommentar hier, dann sollten ganz einfach und knallhart alle nicht mitmachen. Herr Habeck und seine Genossen dürfen sich gerne ein neues Volk zum Austoben suchen. Ja, 16% haben die, ja 16 genau, dann müsst ihr wählen gehen und was anderes wählen. Weil 50% der Deutschen gehen ja nicht zur Bundestagswahl. Vielleicht wird das 2025 mal anders werden, wenn die merken, das geht ans eigene Portemonnaie, an den eigenen Wohlstand. Aber die CDU macht ja vielleicht genau das gleiche in Grün. Und wenn das Gesetz einmal geschrieben ist,
dann glaubt man nicht, dass das irgendwie eine andere Partei das denn nicht mehr anwendet. Ich weiß es nicht. Weil wenn die das vorher der Wahl versprechen und nachher wird eh nicht umgewandelt, der Koalitionsvertrag interessiert eigentlich auch keinen. Das ist alles nur auf Papier geschrieben, Papier ist geduldig. Sobald das irgendwie was Neues gibt, sehe ja beim Krieg, Sanktionen, zack, wird alles hier teurer. Ist so, ne? Ja, darum sage ich es jedem. Ich liebe einen Ort im Grünen, aber keinen Grünen im Ort. Ohne Kommentar. Das sollten wir auch alle tun, indem wir denen zeigen, wer hier da den Gehälter bezahlen und die Straßen mal rauchen lassen. Ja. Da müsst ihr echt mal hier so eine ganze Woche demonstrieren und sagen, so geht nicht weiter. Vielleicht kommt das ja noch. Bei der Landwirtschaft brodelt das auch ganz gewaltig, weil die Bauernhöfe, Bauern werden wir, glaube ich, immer mehr vom Land her enteignet. Da brodelt das auch. Also mich wundert ja schon, dass keiner hier in Berlin da jeden Tag demonstriert zu Millionen, 2 Millionen, so wie in Paris, wie es in Frankreich. Und da geht nur um 2 Jahre Rentenlänge arbeiten. Der Deutsche, wenn die jetzt hier sagen, ja, ihr müsst bis 70 arbeiten, dann werden viele sagen, ja, ist ja halt so, müssen wir durch, ja, können wir nichts machen. Dann nimmt der Michel das so einfach hin, wie eigentlich alles. Ja, bin mal gespannt. Ja, diese verkommenen Stinker hören nicht auf. Wir sollen es den Franzosen gleich tun und diesen Herrschern zeigen, wer Herr und Knecht ist. Ja, der Rest des Geldes, den er noch nicht verschwendet hat, gibt er gerade an die Ukraine aus. Also muss er sich um neue Einnahmequellen kümmern. Wenn Politiker nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, sollten sie nicht ständig erwarten, dass die Bürger ihnen ständig neues Geld bereitstellen. Diese sollte man den Herrn in aller Schärfe einmal beibringen und so lange demonstrieren, bis aus der Regierung verschwunden ist. Ja, sage ich ja gerade, so lange demonstrieren, wie bei der Wiedervereinigung, dass die Macht geht vom Volke aus und regiert nicht am Volk vorbei, was zurzeit ganz klar gemacht wird. Worte von Habeck, wir schützen nicht das Klima braucht keinen Schutz. Dem Klima ist es letztlich auch egal, ob es 1,5, 2 oder 4 Grad wärmer ist. Das Klima ist einfach das Klima und wenn die Menschheit irgendwann vergangen ist, wird sich das Klima wieder anders aufstellen. Seine Worte nicht zum Sonntag, sondern zum Klima. Also, so gehen dann hier die Meinungen auseinander, aber schreibt ihr mal in die Kommentare rein. Ich werde versuchen, alles zu beantworten oder halt morgen Abend im Live-Chat. Da könnt ihr bestimmt sehr regen, vielleicht neue Ideen. Aber wie gesagt, die regieren an der Menge. Die meisten wollen das gar nicht, ihre alten Heizungen und wenn die kaputt ist, nach 30 Jahren kann man darüber reden, aber da muss ja auch, sage ich mal, alles bezahlbar sein und bleiben. Es kann nicht für kleine Rentnerinnen, die eine kleine Rente haben, dass die nachher ihr Haus verlieren, das, oder Eigentumswohnung oder Mietwohnung. Das kann es einfach nicht sein, meine Meinung. Aber schreibt mal und ja, bis zum nächsten Video.